Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere, wo durch jedes F1-Game durchgehen und dort eine Fahrerkarriere machen. Wir sind jetzt hier in Österreich angekommen. Wir haben jetzt gerade vorher noch ein neues Upgrade-Teil bekommen von der Aerodynamik. Wir haben ja schon ein weiteres in der Pipeline. Also das sieht relativ gut aus, dass wir jetzt dieses Wochenende ein neues bekommen. Und also, wir haben die jetzt schon bekommen, nächste Woche noch mal ein neues bekommen. Das gefällt mir sehr und ganz klar ist heute das Ziel, oder in dem heutigen Video ist das Ziel, dass wir aufs Podium fahren. Und wieso, dass ich das so sage, ist ganz einfach. Mein Ziel ist wirklich, dass wir zu Red Bull Racing kommen. Red Bull Racing hat auch das Interesse an uns gehabt, also sind sie immer noch relativ hoch. Aber momentan sind ein paar andere Teams noch ein bisschen mehr so in den Vordergrund gekommen. Sprich Williams, wo sehr großes Interesse hat, dann Haas und dann Toro Rosso. Und ich möchte gerne weg von Force India, beziehungsweise ich möchte gerne in das Top-Team, ich möchte gerne 2018 in ein Top-Team fahren. Das ist das Ziel, für da muss ich aber jetzt brutal performen. Jetzt kommt Österreich, eine Strecke, wo man eigentlich wirklich gut liegt. Nur ist die Frage, wie Bedingungen sind, trockene Bedingungen auf der Strecke. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Dann hoffen wir doch, dass wir da dann auf ein Podium könnte vielleicht fahren. Wir haben ja den Motorteil noch gewechselt, also wir sind eigentlich gut ausgerüstet jetzt, dass wir da immerhin etwas könnte reissen. Da würde ich sagen, legen wir los. Uiuiui, der Tisch stößt auf. Da würde ich sagen, legen wir los. Und dann sehen wir uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Österreich und ja, also es sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Also ich hatte gute Pace gehabt, ich bin der schnellste gewesen, aber ich bin auch mit der Einzige mit Ultrasofts. Setup an sich läuft gut und ja, das Auto an und für sich ist eigentlich auch noch immer auf okayen Zustand. Also MGUK meine ich langsam hinüber. In das wird wechseln, für wie lange geht das? 8 Minuten. Wie lange haben wir Zeit? Wow, okay, wir könnten das wechseln, dann kann ich für einen Run rausgehen. Das machen wir schnell. Let's go. Das machen wir jetzt schnell. Weil es hat schon. Ich möchte wirklich volle Leistung haben. Es wird knapp, aber wir machen es. Ah, nein! Wo bin ich? Wow, P1, oder? Ja, let's go! Das ist Pol! Yeah! Let's go, Alter! Das Qualifying ist abgeschlossen. Wir können uns let's fucking go! Rennen die machen. Erste Pole, die ich mir selber geholt habe. Hamilton und Valtteri. Ja, Mann, let's fucking go! Wir sehen uns morgen wieder, wenn es oh, Scheiße, ich kann viel mehr ausholen. Ich bin ein paar Mal, bin ich recht schlecht gefahren und Kurven, aber es hat gleich gelangt. Let's go! Oh, hoppala, da habe ich aus Versehen jetzt den Motorrang-Dingsbums übersprungen. Tut mir leid für das. Also, wir starten von der Pole. Wir nehmen ein bisschen mehr Sprit mit. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt weniger drin habe. Wir nehmen 18,5 oder 18,8 nehmen wir mit. Dann haben wir ein bisschen Effekt, wo wir gerade am Stab fahren können. Wir starten mit der Ultrasoft, gehen dann nachher auf die Supersofts. Und ja, das ganze Rennen darüber soll es trocken bleiben, aber bewölkt, das ist schon okay. Und ja, legen wir los, let's go. Das Rennen müssen wir einfach gewinnen. Let's go, let's go, let's go. Ganz okay, ein Start gehabt. Jetzt gib ihm, gib ihm, gib ihm. Der Baller gerade ein bisschen fett mischt durch. Sehr gut. Ich kann mich irgendwie nicht so richtig lösen vom Hamilton. Also Hamilton ist schon auch echt schnell. Und Bottas, aber sie sind jetzt so noch nicht gerade eine Bedrohung.
Also wir sind sicher schnell. Aber wir sind nicht so extrem schnell wie Top-Teams. Da merkst du, dass wir nicht das Top-Team-Auto haben. Also es ist wirklich Mercedes und Ferrari, die schnell ist. Und dann kommt Red Bull und dann kommen wir. Also Red Bull und Force India, wo wir dabei sind. Wir sind so etwa gleich auf. Red Bull vielleicht ein Mühe stärker. Aber da merkst du, es ist gerade brutal auf dieser Strecke, wo Top-Teams sind und wo wir sind. Besser verbremst. Hamilton ist auch in der Pits. Oh, bitte jetzt einfach nicht lang stehen. Bitte, bitte, bitte. Schnell. Los. Ja, let's fucking go. Hamilton hat müssen warten, wir haben Vettel hinter uns. Dass es das Beste ist, weiß ich nicht. Damit haben wir unsere Strategie. What? Wie ist mein Verbrennungsmotor? Schon wieder bei 50%? Hä? Alter, was läuft da? What the fuck? Ich habe den ja erst gewechselt. Ich habe den letzten Rennen gewechselt. Nach dem letzten Rennen. Der ist nach einer Woche dann wieder bei 50%. What the fuck? Hä? Ist mich völlig verarschen. Also, Stabilitätsfähigkeit ist ja völlig für den Arsch da in diesem Team. Holy shit. So, Vettel ist inzwischen am Bottas vorbei. Das heisst, der Vettel will uns mal bald einholen, weil Ferrari ist sehr schnell. Mal schauen. Ja, für Freundinnen, das wird er locker schaffen, dass er hinter mir ist. Ja, mal schauen, wie lange das geht, bis er bei uns ist. Ich denke nicht allzu lang. Alter Schwede, der Vettel ist anders schnell. Also der fährt locker eine halbe Sekunde noch mal schneller als ich wahrscheinlich. Scheiße, 1,8 Sekunden schon hinter mir. Da wird jetzt richtig schwierig werden. Wunderbar, du bist echt. Oh, gelb. Hier ist die Kurve. Stoffel. Ah, gerade aus der Kurve raus. Let's go, weiter geht's. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, wir können wieder etwas rausholen auf den Vettel. Dann scheint ein bisschen der Restart vergamet. Das ist deine letzte Runde. Letzte Runde des Rennens. Vettel ist 1,1 Sekunden hinter uns. Oh nein, bitte nicht. Come on. Come on. Oh, ein guter Exit gehabt. Er hat nicht so einen guten Exit gehabt. Ach, Zettel. Ah! Der schaut nicht. Oh, fuck, fast schon weggedreht. Ja, yeah, Mann! Let's go, P1. Absolut spitze. Yes! Pole und P1. Let's fucking go, Alter. Wir haben anders gepusht. Und ich habe gesagt, Österreich, da holen wir wieder etwas. Weil es ist einfach eine Strecke, wo man leidet. Und ich habe einfach wirklich alles gegeben jetzt. Am Qualifying. Force India hat heute einen großartigen Sieg. Es ist eine Zeit, den Top-Fahrern Let's go. Die Pokale für den heutigen Grand Prix. Let's go. Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft. Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Boah, let's fucking go. Hoffentlich geht jetzt Teamanerkennung bei Red Bull nochmal richtig auf.
Und dass wir dort vielleicht reinrutschen können als Top, also ins Top-Team rein, so möchte ich sagen. Es könnte sein, dass wir wieder auf dem Schirm sind von Red Bull Racing. Nein, wir sind noch nicht drauf. Fuck, okay. Also, Silverstone ist das nächste Rennen und dort müssen wir auch wieder liefern. In dem Fall. Silverstone ist auch wieder. Nach Silverstone ist Vertragsereignis. Und wenn wir dort nicht liefern, dann. Können wir nicht mehr rein. Irgendwo. Also, wir müssen dort noch wirklich liefern. So. Gesamtabnutzung da. Tun wir mal rein. Weil das ist echt ein bisschen katastrophal, wie schnell dass wir einen Motorverschleiß haben. Irgendwie. Also der habe ich erst gewechselt. Der ist ja noch nicht lange drin, 55%. 73 Runden bin ich mit dem gefahren. Hä? Ich habe ja nicht sehen. Oder habe ich den vor Baku noch gewechselt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich tue muss sicher schon mal neue wieder alles rein. Ich tue alles wieder erneuern. Ah, dann würde ich noch eine Strafe kassieren. Scheiße, okay, das Getriebe muss ich dann von drinnen lassen. Ja, okay, wir schauen mal, wie es wird im nächsten Rennen. Das war es mal mit der Episode von Österreich. Falls euch das Rennen gefallen hat, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!